problem now is future peace. Herzlich willkommen zu Gold and Victory, der Kampagnenschau. Heute ist D-Day. Der erste Tag der Kampagne, er wird ab 16 Uhr circa beginnen. Und wie wir sehen, ist die Karte noch komplett leer. Wir können uns das ja hier mal direkt angucken. Wie man sieht, alles Civilians, kein einziger Clan bisher auf der Worldmap. Ab 16 Uhr beginnen die Gefechte. Von rechts nach links durch die Zeitzone. Und ich schätze mal, gegen 0 Uhr dürfte der D-Day gelaufen sein. Und wir werden sehen, welche Clans es auf die Weltkarte geschafft haben, welche Clans am Anfang direkt im Clinch der Clans liegen. Bin sehr gespannt. Erstmals neu ist ebenfalls, dass Wargaming direkt an den Kämpfen beteiligt ist mit ihrem Clan. Diese befinden sich auf drei verschiedenen Provinzen, und zwar Oblast Leningrad, Oblast Minsk und Ile-de-France Paris. Wir dürfen gespannt sein, wie sie sich schlagen. Sie sind ebenfalls Landungsprovinzen. Und damit kommen wir schon zum zentralen Punkt der neuen Clan-Kampagne. Wie wir hier jetzt gleich sehen werden, jede Provinz auf dieser Karte ist eine Landungsprovinz. Das bedeutet, heute werden sich massiv viele Clans um diese Provinzen schlagen in den Landungsturnieren. Nordeuropa, Mitteleuropa und Afrika werden sozusagen der Schauplatz der Kampagne heute sein am D-Day. Wir sind gespannt, welche Clans es auf die Karte schaffen. Ich hoffe, viele kleine Clans, viele deutsche Clans und es werden wahrscheinlich auch die ganzen großen Clans da sein. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben sich bereits 1226 Clans angemeldet. Es werden noch viel, viel mehr. Aber gut, es gibt jede Menge Landungszonen. So viele Gefechte werden dort nicht stattfinden. Das bedeutet, die ersten Clans werden bereits um 21 Uhr gelandet sein. Wer es wird, das wird die Zeit zeigen. Und das soll es auch erstmal gewesen sein zur Kampagnenkarte. Wir haben ja noch eine andere Karte. Die normale Weltkarte. Hier finden bereits viele Gefechte statt. Es sind auch schon einige Clans drauf. Wie gesagt, hier gibt es nur die normalen Landungszonen an den Ecken. Und hier wird auch Max Tier 8 gekämpft. Wir können uns ja einfach mal angucken, wie es hier läuft. Im Moment befinden sich auf dieser Karte 9 deutsche bzw. deutschsprachige Clans. Und die gucken wir uns ganz kurz an. Und zwar auf Island haben es All or Nothing geschafft. Die haben bereits Schottland erobert, haben im Moment nichts vor sich. Hier kommen direkt Din des Iratus Natus, ebenfalls ein deutscher Clan. Die werden auch versuchen, ich schätze mal, Mittelengland einzunehmen. Bin gespannt, ob sie sich da einigen können. Auf Dänemark direkt befindet sich der nächste Clan, Rafa Ratzfatz. Bin gespannt, ob sie sich nach Deutschland durchbuddeln können oder ob sie in Skandinavien bleiben. Und in ganz Osten Russlands befindet sich The Last Revolution Next Heroes. Ich hätte hier allerdings noch ein E dazwischen gesetzt. Gut, TLRN ist ebenfalls ein deutscher Clan, hat sich in die 18 Uhr Zeitzone geschmuggelt und wird hier gegen LTU und Staff antreten müssen. Das wird übel, Leute. Ich hoffe, ihr habt da Glück. Die Jungs sind wirklich gut. Und zu guter Letzt, in Nordrhein-Westfalen gibt es die deutsche Panzerzerstörungsmacht. Die haben sich nach Deutschland geschlichen und haben als direkte Konkurrenten die PDZ1 und richtig böse Suicide Division 2. Ist zwar nur der zweite Clan von Suicide Division, aber die Jungs haben ordentlich was drauf. Gebt da Acht, da werdet ihr kein leichtes Spiel haben. Weiter geht's mit dem Mittelmeerraum. Hier haben sich die Marauders, Tech ist Mara, auf die Sinai-Halbinsel geschlichen und wir dürfen gespannt sein, ob sie von da aus wieder runterkommen. Sie haben nicht ganz so starke Gegner, allerdings Gegner, die bereits sehr viel Erfahrung mitbringen. Bin gespannt, ob sie sich da durchschlagen können, gerade hier nach Israel auf die Goldprovinz. Und ein weiterer deutschsprachiger Clan hat es geschafft, und zwar die Austrian Army, aua, finde ich sehr geil, haben es nach Italien geschafft, sind dort ziemlich alleine noch gegen wieder irgend so ein
osteuropäischen Clan PZM kenne ich leider nicht. Und auch andere Clans, die sehr unbekannt sind. Jungs, da habt ihr wirklich eine gute Chance, euch da zu halten. Bin gespannt, ob da noch irgendwas anderes vorbeikommt und euch da raushauen will. Ich wünsche euch viel Glück. Und zu guter Letzt Afrika. Auch hier starke deutsche Präsenz. Gleich vier Clans haben es geschafft. Von oben nach unten. Die richtig kranken DRK haben es geschafft, sich hier in der Mitte breit zu machen. Sieht sehr gut aus, Jungs. Ihr habt auch gleich den zweiten deutschen Clan nebenan, die schwere Panzerabteilung 503. Auch ziemlich erfahrene Jungs, genau wie DRK, haben schon oft auf der Weltkarte gekämpft und gesiegt. Bin gespannt, ob sie da zusammenarbeiten können, weil hier kommen einige Hausnummern auf euch zu. Momento Mori und die Franzosen, die 13 DF, sind auch erfahrene Spieler. Wir werden sehen, wie weit sie sich hier ausbreiten können und halten können. Im Süden finden sich dann die 33. Panzerdivision. Dürfte ziemlich neu sein, habe ich noch nicht gesehen. In rosa, sehr auffällig, finde ich gut. Ihr habt direkt als Nachbar die Polish Hornets. Die sind ziemlich erfahren, relativ gut. Passt auf. Und ganz im Süden haben sich die Hunde, die kleinen bösen Beißer, versteckt. Die haben von hier unten natürlich eine sehr gute Ausgangslage. Weil von Süden gibt es keine Gegner, es gibt nur Osten und Norden und natürlich die Landungszone im Nordwesten. Bin gespannt, ob sie sich da behaupten können. Sie haben auch gleich einen starken Gegner gegen sich. Unitas Victoria E ist ein relativ erfolgreicher Clan, allerdings in einem Allianzverbund. Da müsst ihr aufpassen, vielleicht einen Nichtangriff packen oder sowas und sich dann nach Norden ausbreiten. Ja, das soll es dann auch erstmal zu den deutschen Clans gewesen sein. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Heute geht's los. D-Day beginnt. Und wir sehen uns heute Nacht bzw. morgen früh wieder mit den Ergebnissen der ersten Landungsschlacht. Bin sehr gespannt, bin auch aufgeregt. Ich werde natürlich auch mit Jumbo daran teilnehmen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen gesund und munter wieder. Bis bald, euer Mu. Tschüss.